Ich wollte von einigen Teilnehmenden noch mal wissen, was sie von dieser Konferenz mit nach Hause nehmen. Was zählt, sind Allianzen, Verbindungen, das gemeinsame Suchen, nicht das Gegeneinander. 1% der Ausgaben für den Global Fund tatsächlich bei Frauenorganisationen ankommen und 52% der Frauen weltweit, der Menschen, die mit HIV leben. Dass das Stigma immer noch eine Herausforderung ist. Die SexarbeiterInnen, wo ich sehr auch berührt und froh bin darum, dass die so präsent sind. Ich kann das im Moment noch gar nicht so wirklich in Worte fassen. Wir hatten ein paar bahnbrechende Forschungsergebnisse und auch ein paar bahnbrechende Forschungsergebnisse für Frauen. Was ich jetzt immer wieder mitbekommen habe, wenn es um N gleich N geht oder um die Nicht-Infektiosität, um es beim Namen zu nennen, wir hinken sowas von hinterher. Mit den ganzen menschlichen Schicksalen sehr bewegend. Viele positive Erfahrungen. The Women Take the Lead und das spürt man auch. Was mir allerdings ein bisschen gefehlt hat, war der Spirit so in der Stadt München. Also was tun wir denn bei allen konservativer werdenden Regierungen weltweit? Hallo, im Alltag waren wir sowieso noch nie ansteckend, ob mit oder ohne Nicht-Infektiosität. Dass HIV/AIDS immer noch ein Riesenproblem ist und dass wir ein großes Political Statement gemacht haben. Teilt weiter, liked weiter und lasst uns gemeinsam weiter dafür kämpfen, dass wir irgendwann möglichst bis 2030 eine Welt ohne AIDS haben. Bis dahin, tschüss.